Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Dead by Daylight mit dabei ist der Yogi. What the fuck und ist das dunkel? Es ist ein Mori. Ja, wir spielen gegen den neuen Killer und der hat einen Mori. Supergirl. Ich sehe halt einfach instant gar nichts. Ja, das ist ein Addon. Rian, ich hab Angst. Ja. Ja, er ist tot. The fuck ist das? Ist hier ein Generator? Hallo? Ja. Da ist dummerweise nichts. Oh. Oh, in den letzten Sekunden seines Nightfalls ist man One-Shot. Also gut, cool, dass ich gerade gechased werde und nicht ihr. Ja. Oh, ja. Und er hittet natürlich über Paletten, weil das Spiel dumm ist. Oh, es ist hell. Wie oft kommt dieser Nightfall? Alle x Sekunden, Minuten, okay, je nachdem, wie oft er teleportiert durch Dings und hittet. Ah, da kommt schon einer zu dir, okay. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass wir das ganze Spiel in dieser Dunkelheit verbringen müssen. Das hat mir nicht so gefallen. Nee, nee. Oh, er hat einen Dead Heart. Er ist gerade vom Schiff gefallen. Okay, dann ist er etwa da. Nice. Hier direkt hinter mir ist noch ein Generator, den würde ich jetzt aber auslassen und einen weiter nach links gehen. Ja, ab jetzt beginnt der Timer wieder. Oder das Ding. Der sieht wahrscheinlich in dem Dunkeln wesentlich besser als wir, oder? Ja, wir leuchten weiß für ihn. Ach so! Wow, das geht schnell. Also, du siehst, wenn du andere Survivor siehst, so wie wir uns gegenseitig sehen, so sieht er uns auch. Nice, durchgezogen. Sehr gut. Freut mich. Danke für die Kooperation. Geht er jetzt mir nach? Nein, tut er nicht. Also und er kann sich zu locker teleportieren. Man sieht aber dann eben, wie er rauskommt aus dem Locker. Und okay, nur diejenigen, die gelb gehighlightet sind, da kann er rauskommen. Ah, die anderen so einen gelben... Lock. Ja, das hatte ich vorhin schon gesehen. Ich dachte, das wäre einfach, genau, nur irgendeine Deko. Warum? Meine... Alter, sieht der gruselig aus. Das war so ein dummer Move von ihm. Na, er hat sich freigewickelt. Okay, es war jetzt in dem Fall wieder Verve. Und Shack Pallet ist weg. Okay, wir hätten... Ist der hässlich! Du bist hässlich, geh weg! Aftercare. Nutzt du Aftercare oder ist das ein Random? Scheiße. Ich hab, glaube ich, gerade jemanden blockiert aus Versehen. Ah, dann ist es der Random, der Aftercare nutzt. Weil ich nicht gecheckt habe, dass der Killer auch da ist. Aus welchen Untiefen kommt denn der Typ? Ist selbst erfunden von denen. Ja, so sieht der auch aus.
Ich gehe retten, weil ich hab bin schon da. Dann gehe ich nicht retten. Ich meine, er jagt sowieso den anderen gerade. So. Remy, er könnte sich zu euch teleportieren. Ja, nee, neben uns ist auf jeden Fall locker, wo es möglich wäre, aber... Nein, da ist einer von beiden blockiert, es sei denn, er hat ihn aufgemacht. Nee, einer ist tatsächlich blockiert. Ja, und wenn er so ein Doppellocker hat, wenn einer von beiden blockiert ist, wird er immer zu dem teleportiert, der blockiert ist. Wenn so zwei direkt nebeneinander stehen. Okay, und ist der Gelbe dann blockiert oder der Nicht-Gelbe? Der Nicht-Gelbe? Der Nicht-Gelbe. Okay. Der Nicht-Gelbe ist blockiert. Er kann sie aber auch wieder entblockieren und du kannst jeden Ding maximal einmal blockieren. Und das kann ich aber ganz normal, wenn ich einfach davor stehe, oder was? Ja, interagierst dann einfach mit dem Locker. Ah ja. Aber aufpassen, wenn du das machst, kann es theoretisch sein, dass er dich quasi aus dem Ding rausgreift. Während er wenn er es richtig timet. Ja. Wenn er es richtig timet, greift er dich aus dem Locker raus. Das ist voll das Horrorszenario hier. Und er kann, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, eine schwarze Wolke quasi hinterlassen. Mhm, habe ich noch nicht gesehen. Wenn er dann so eine schwarze Wolke hinterlässt, kann er da sich hin zurück teleportieren an dem Punkt. Okay, das heißt, wenn temporär ist es nicht dauerhaft, sondern nur temporär ist diese Wolke da. Das heißt, aber du kannst als Survivor auch durchlaufen. Ja, du kannst aber auch durchlaufen als Survivor, dann nimmst du ihm quasi diesen Respawn-Punkt nächstes Mal weg. Oh, ja, jetzt sehe ich aber die schwarze Wolke, weil er hat sich gerade teleportiert. Ich habe leider keine Übersicht, wie die Gen-Situation ist. Also ich weiß, dass da hinten in der Ecke einer ist. Er ist oben auf dem Boot. Ist der Boot-Gen schon gemacht worden? Nein. Okay, dann ist okay. Und auf dem kleinen Boot ist auch ein Gen. Der kleine ist doch schon gemacht, oder nicht? Auf dem kleinen? Der blinkt, der leuchtet nicht. Okay. Ja gut, und hinter dem kleinen Eck ist noch ein. Ja, und am Steg unten ist einer. Ja, an dem am Steg war ich gerade. Ja. Oh, der hat Dead Hard Hammering raus. Ich meine, 3-Gen gegen ihn ist halt, auch wenn die Gens kein 3-Gen ergeben, ist gegen ihn immer noch härter, weil er halt relativ viele Locker inzwischen hat. Ich helfe dem jetzt mal. Die in der Nähe von, Gens sein können. Das heißt, er hat halt sehr gute Mobilität. Er kann sich, glaube ich, nur viermal teleportieren am Stück. Und danach muss er wieder recovern. Wo ist er denn gedownt worden? Da. Aber trotzdem. Hey, du. Arschgesicht. Oh. Es sind 2 Gens an, Dingenskirchen hier. Jetzt muss ich weiter weg. Ah, es hat nicht mehr gereicht, dass der sich freiwilligen kann. Schade. Wird er wahrscheinlich zu mir teleportieren, oder? Wie ist die Totemlage oder hast du anderes Bild? Habe ich dabei, aber ich habe, glaube ich, noch keins kaputt gemacht. Mach jetzt letzter mal Gen kaputt. Ist fast fertig. Ein Gen ist auch hier ganz hinten in der Ecke noch. Letzter anders. Gen ist fertig. Okay, ist dann warte ich mal, was mit dem Totem passiert. Ah, leuchtet nicht. Aber ich sehe eh nichts. Okay, sie jagt da. Ich gehe retten. Nein, tue ich nicht, weil er mich jetzt wahrscheinlich mit Nowhere downen wird. Jo. Ja, war klar. Machst du gerade einen Totem? Ja, aber leider nicht das Brennende. Ich habe extra. Ja, warum machst du es dann? Da hängt jemand am Hook. Ja, ich sehe nichts. Es ist alles dunkel. Ja, aber du siehst doch, dass er am Hook ist. Ja, aber der Killer geht da gerade hin. Ja, ich bin Kilometer weit entfernt. Ja, eben. Warum machst du dann ein Totem, das nicht Nowhere ist? Weil ich es zeitlich nicht hätte schaffen können. Oh, da ist er. Hello, my friend. Also an Entscheidungsfindung müssen wir noch arbeiten, Yogi. Ich hätte es nicht schaffen können und du und er waren dazwischen, so oder so. Ja, da musst du vorher schon von dem Ding weggehen. Das Ding ist doch ein irrelevantes Totem. Wenn es das nicht brennt, ignoriere es. Fertig. Ja, und zwischen mir und dem Hängenden waren du und der Killer. Ich hab Nowhere.
Neues auch, Nowhere, je länger es brennt, desto größer ist ein Radius um Nowhere drum, wo man es dann sehen kann. Oh. Was ja. In dem Fall auf der Map echt hilfreich ist, weil die Map ist beschissen. Von dir aus gesehen, rechts das Tor ist offen. Von mir aus links. Wo ist der Random? Ja, an diesem Tor, sonst hätte er es nicht geöffnet. Ja, hätte sein können, dass er inzwischen weitergegangen ist. Nö, er rennt vor dem Tor links und rechts. Ist der Killer bei dir? Nein, ich gehe davon aus, dass er bei dem Random ist. Ja. Er hat, glaube ich, jetzt rausgetrieben. Zu dir teleportieren. Davon kann man ausgehen. Ja. Er ist auf dem Steg oben. Ja, kann ich halt nichts machen, weil ich verletzt bin. Dann unternehme ich jetzt einen Fluchtversuch. Es hat das Problem, dass dieser Typ das Tor öffnet ohne Grund. Oh, er ist am Ausgang. Warte. Ich habe BT. Das heißt, du hast nicht nur das Standard-BT, sondern noch zusätzliche Zeit. Das heißt, wo du ich renne eigentlich straight vor. Straight Richtung Ausgangstor rennen einfach. Du kommst raus. Ich hab BT, ich hab BT. Oh mein Gott. Ja, lauf da lang. Haha. So nicht straight Richtung Ausgang gerannt? Ich habe leider durch den Steg einen kleinen Umweg genommen. Aber ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.